Hey, liebe Leute, der Gryvan, willkommen zur nächsten Runde von Surviving the Aftermath. Wir stehen kurz vor einem Meteoritenschauer. Werden wir nochmal schön gewarnt, bevor es losgeht. So, an sich bin ich recht zufrieden, wie es hier aussieht. Wir haben 5 Träger. Ich bin aber überlegen, ob wir hier mal noch jetzt hier ein, zwei so eine großen Felder hinmachen. Also Mittel ist es gerade noch. Ne, Quatsch, das wollte ich nicht. So. Dann gucken wir mal, was mit denen hier allen wieder ist. Kleine Niederlage. Okay. Alter, er hat echt so viele Dinger. So. Den können wir ruhig reinschicken. Er hat ein bisschen Schaden genommen. So, er ist hier fertig. Dann können wir jetzt hier die Konserven mitnehmen. Und dann haben wir hier noch Olle Aramis. Kleiner Sieg. Ja, die Hälfte vom Leben. Okay. Gudi, die andere ruht sich noch aus. Hier in unserer kleinen Stadt. So, ich werde jetzt erstmal nichts bauen, bis hier der Meteoritenschauer vorbei ist. Eventuell kann ich auch die kleinen Felder hier wegmachen, aber irgendwie... würde ich das gern noch anlassen. Ja, unser... Speicherlager für die Energie ist auch fast voll. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, ob 5000 viel oder wenig ist. So, mittleres Feld ist fertig. Theoretisch können wir noch ein Feld hinmachen. Ich mal kurz gucken. Alter. Okay, es würde sogar noch ein ganz großes hinpassen. Wollen wir aber nicht machen. Kolonisten können einen Muntermacher brauchen. Was? Ein Kolonist kommt mit einem erregten Gesichtsausdruck auf sie zu. Hey Boss, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um die Leute hier aufzumuntern. Wenn du mir etwas Material besorgst, kann ich ein Instrument bauen, um die Arbeit etwas Musik angenehmer zu gestalten. Die Kirchenorgel kostet am meisten. Dauert eine ganze Weile, doch dann kehrt der Mann mit einer riesigen Kirchenorgel zurück. Er stellt sie in der Mitte der Kolonie ab und beginnt zu spielen. Ja, aber die sind verwirrt und doch schafft es diese bizarre Darbietung, dass sie ihre Müdigkeit vergessen lassen. Okay, nice. Das durchschnittliche Zufriedenheit, obwohl wir so viel im Plus sind, ja. Krass. So, Wasserturm, bla bla bla. Das sind die Dinge. Feuerschale. Hier bei den Wohnbereichen ein bisschen Feuer machen. So, und hier machen wir jetzt noch Kartoffeln. Da müssten wir eigentlich mehr als genug haben, wenn die fertig sind.
So, der Meteoritenschauer müsste bald losgehen. Wir haben jetzt leider nur drei Träger, okay. Bauen wir hier hinten noch eine hin. So. Großer Sieg, okay. Noch mehr Komponenten, okay. Schau, der lebt noch. Oh, shit. Man, die ist echt nicht stark, die Olle. Sie ist auch stark. Haben wir da schon jemand? Alexandria. Ich glaube, wir gehen mit ihr mal hier nach rechts. Okay. Okay, davon haben wir jetzt erstmal wieder genug. Na, guck mal, jetzt sind die Dinger an. Nice. So, ansonsten gibt es erstmal nicht viel zu machen. Wir müssen, wie gesagt, erstmal den Meteoritenschauer abwarten. Dann baue ich hier die Häuser aus. Ich wundere es trotzdem, dass wir immer noch so wenig Kinder haben, obwohl hier alle wirklich ihre eigene Hütte haben. Hätte ich irgendwie gehofft, dass da irgendwie mehr bei rauskommt. So, hier kriegen wir nochmal ganz viel Wissenschaft, wenn die fertig ist. Okay. So, die machen das große Ding hier weg. Die Zementruine ist weg. Na toll, und los geht's. So, wir bräuchten jetzt hier ein paar mehr von denen hier. Piu-piu. Ei, ei, ei. Nicht mein Wasser. Meines Feld wurde zerstört, na toll. Das war fast fertig zum Ernten, ne? Ups. So, haben wir ihn überlebt? Okay, dann machen wir jetzt hier überall Reparatur. Die machen das schon automatisch. Okay. Karneval des Chaos. In der Nacht erscheinen seltsame bunte Lichter am Himmel. Du hast eine Idee, woher sie stammen könnten und schickst dich an einen Untersuchungstrupp. Ja, die Frage ist nur, ob die Leute bewaffnet oder schlimmste vorbereitet. Sicherheit. Die schlagen sich durch den Wald und finden einen verlassenen Vergnügungspark, der irgendwie noch funktioniert. Sie sind gerade dabei, Komponenten eines Riesenrads einzupacken, als sie angegriffen werden. Cool. Okay.
Ich warte mal, bis hier alles repariert wurde. No. Okay, dann müssen wir hier mal jemanden reinpacken. So, den haben wir dahin geschickt. Okay, da hat er doch perfekt gleich ein Ziel. So, und dann ist noch sie hier da. Schafft sie den jetzt endlich mal, oder? Ja. Nochmal Zement. Okay, das kriegen wir aber, das können wir gut gebrauchen. Jetzt muss ich hier echt nochmal so ein Medizin-Ding bauen. Spezialist einsatzbereit und das ging ja schnell. Lol. So, einmal kann er noch. Ja. Klarer Sieg, ne, kleiner Sieg. Jawohl. Klamotten kann ich theoretisch auch bald mal wieder benutzen. Das ist okay. Oh Leute, ey. So, müssen wir die Leute aber langsam mal wieder zurückholen, so ein paar. Die haben echt schon viel geladen. Diesmal sind die Ressourcen doch viel besser ausgelastet, sage ich mal. Wir haben super viel Medikamente, das mussten wir auch noch nie herstellen, so wirklich. Ich glaube, ich habe ihn trotzdem an, damit wir die Fasern mal loswerden. Aber an sich können wir auch ausschalten. So, wäre schön, wenn jetzt hier alle nach und nach mal repariert, dann können wir jetzt quasi die Baracken nochmal räumen. Ich warte mal, bis die Nacht vorbei ist. So, 5 sind okay. Können wir noch einen reinstellen? 4. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Nachschub an Leuten. So, hier können wir auch mal reparieren. Hier ist aber alles voll. Ja. So, du gehst darin. Little Anvil, okay. Sollen wir gleich mal gucken, was die so haben. Hier mit ihm mal weiter. Okay. Rup. Ups. Jetzt so auch rauszoomen, okay. Da haben wir noch ein paar. Und ihr macht das hier. Ah, hier haben wir noch zum Glück ein großes Ding.
Okay. Das ist auch fast weg. Dann können wir das noch machen. Und dann werden wir das große hier wegräumen. Damit wir uns ein bisschen... Obwohl, ich glaube, ich gehe nach links hier erstmal. Weil hier ist ziemlich viel frei noch. So, abreißen. Oh ne, da ist jemand verletzt. Okay. Obwohl er so gut im Plündern ist, braucht er ewig lange, ey. Holy shit. Oh. Kleine Niederlage. Er ist mir leider ein bisschen zu... kritisch dran. Okidoki. Okay, nice. Dann können wir wieder zurück. So, hier ist einer verstrahlt, der wird aber gleich behandelt, das ist okay. Das ist da oben weg. Harper ist erwachsen, nice. Handelskonvoi. Das müssten die Karotten gewesen sein. Teile und Metall, okay. Das dauert ganz schön lange. Uns fehlen Bretter, ey. Unglaublich. Okay, so das ist auch gut. Haus ist fertig. Sind jetzt, jetzt ist keiner mehr obdachlos. Okay, nice, nice. So, Nahrung machen wir immer noch mehr als genug plus. Können hier nochmal auf Gemüse wechseln. So. So, einmal noch. Okay, er muss echt dann zurück langsam. So viel gelagert. Da müssen wir aufpassen. Okay. So, die ist schon behandelt worden. Perfekt. Ja, wir müssen echt ein bisschen Bretter herstellen. Metall geht uns langsam auch aus. Vielleicht müssen wir doch hier so eine unterirdische Metalldingens bauen. Das war bei dem hier. 15, 10, 15, bla. Ja.
Ach, schon wieder verstrahlte Leute. Gibt's nicht, ey. Oh. Machen wir mal kurz zwei rein hier. Irdische Zementmine. Wie viel kostet denn dieses große Ding? 12 Kleinteile, 14, okay. Da müssen wir erstmal mit den Leuten zurückkommen. Ah, die kriegt echt auf den Sack hier, ey. So, einmal holen wir noch. Dann laufen wir zurück. What's up? Das ist gut. 400 sogar. Das ist richtig gut. Da geht er auf jeden Fall danach hin. Eine Bestie schleicht ums Tor. Hirsch auf der Pirsch. Ein riesiger mutierter Hirsch schleicht ums Tor. Mehr als 2 Meter hoch und 4 Meter lang. Was? Sieht extrem aggressiv aus. Die sicherste wäre, ihn mit Pfeilen zu töten. Doch ein geschickt gestellter Falle würde sicherstellen, dass das ganze Fleisch unverdorben bleibt. Ne, wir töten den. Einige Bogenschützen klettern aufs Tor. Der Hirsch wird am Torso getroffen, geht aber nicht zu Boden. Er rammt sein Geweih gegen das Tor und wird dabei von mehreren Pfeilen getroffen, bis er schließlich fällt. Nice. Safety first. Nachher verlieren wir hier. Ich will keinen verlieren hier. So, das Ding wird gerade gebaut. Da muss doch trotzdem bestimmt ein Dude drin arbeiten, oder? Wir haben hier immer noch ein Wohnhaus, ne? Da wohnt ein Mann drin. Das könnten wir eigentlich abreißen, wenn wir das gebaut haben. Okay. Ist da einer rein? Okay, jetzt machen wir sogar Minus-Energie, okay. Da muss unser Lager jetzt schon mitarbeiten. Hm. 30, ey. Ist aber echt heftig. So. Mal schauen, wenn wir den einen noch heilen können. Nahrung ist okayisch. Ich habe immer noch keine neue Saat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und dann machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg zurück. So, sie muss leider auch wieder zurück. Ein bisschen viel auf den Sack bekommen. So, keiner krank. Nice. So, Plaste sieht noch gut aus, da brauche ich nicht so ein Ding, aber ich würde gern so ein Zement. Naja. Nochmal minus 12. Da muss ich erst warten, bis das Stromding hier fertig ist.
Das müsste dann auf jeden Fall locker gehen. So, können wir noch irgendwas mit der Forschung machen? Hier sind wir komplett durch. Ja, ich glaube, ich mache mal eine Bibliothek. So, Unterhaltung haben wir auf jeden Fall, das ist kein Problem. Bretter ist echt wenig. So, Mais ist fertig und wird geerntet. Nice. So viel Essen, ey. Kind wurde geboren. Nice. Das ist doch sehr gut. What? Er hat auch so viel gelagert, ey. Mach so einen Bogen hier rum, glaube ich. Ich werde hier nochmal scouten und dann gehen wir mit ihr auch zurück. Hat auch super viele Teile gelagert. Kann ich alle gut gebrauchen, aber ich bräuchte echt mal ein paar mehr Kolonisten, ey. Nice. 600. Okay, also Medikamente brauche ich nicht, Fasern brauche ich nicht. Die Teile bräuchte ich. Wir machen mal das. So. Zocken und chillen. Medizinisches Zentrum. Grenzaußenposten. Die braucht ziemlich viel Energie. Benötigt Energie für den Betrieb, okay. Jetzt ist die Frage, wie mache ich diesen Grenzaußenposten? Ein Depot kann einen Außenposten beschreiben, okay. Überlebende, vier Erwachsene, ein Kind, jo. Und Olle Wheeler ist mit bei. Auch ein sehr starker, aber er kann auch gut plündern. Den nehmen wir auf jeden Fall. Yep. Dann gehen wir mal nach links. Sollen wir überlegen, wo wir den Außenposten hinmachen? Ups, oh, dieses Rauszooms, manchmal doch ein bisschen nervig. Ja, hier ist echt viel. Ich glaube, wenn ich das hier leer räume, dann kann ich mich hier hinten erstmal breit machen. So, im Wohnhaus sind vier Leute drin, das heißt, ich bräuchte mindestens noch mal ein Häuschen.
Okay. So, du kommst auch zurück. So, du kannst hier noch mal reingehen. Haben wir jetzt auch genug. Der kommt auch mal zurück. So, mit ihr gehen wir hier rum. Oh Gott. Nochmal Pillen. Okay. So, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Die nächste Folge wird mir mal lustig, weil dann haben wir extrem viel Ressourcen zu bauen. Und dann werde ich auch mal ein paar mehr Sachen für Strom, denke ich, machen. Und unsere Bibliothek wird dann fertiggestellt. Wir können einen Außenposten bauen. Ja, dann läuft's doch erstmal soweit. Ich würde, glaube ich, mal noch einen. Wir haben einen neuen Träger. Ich muss mal noch mal was für die Bretterkonstruktion machen. Und eventuell sogar das Ding hier für Zement. Also machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr kennt das Ganze ja, wenn es euch gefällt, immer schön ein Like da lassen oder ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.